Was macht ihr denn hier? Bald ist Weltspartag. Bald ist Weltspartag. Ach so, und deswegen seid ihr hier heute. Wir haben ein paar Fragen zum Sparen. Dann fragt mal, was wollt ihr denn wissen? Warum kann man das Geld nicht einfach zu Hause lassen? Naja, das ist ja gefährlich. Ne? Wenn dann irgendwelche Räuber kommen, könnten sie das klauen oder du kannst es irgendwo liegen lassen und weißt gar nicht mehr, wo es liegt. Und wenn du das zur Sparkasse bringst, dann ist es sicher aufgehoben und du bekommst sogar Zinsen dafür. Also bekommst von uns ein bisschen Geld dafür, dass du dein Geld bei uns aufbewahrst. Das ist doch cool, oder? Hast du auch ein Sparschwein? Ja, ich habe zu Hause auch noch ein Sparschwein. Ja, da werfe ich auch manchmal Münzen rein. Mein Papa hat auch eine Spardose. Dein Papa hat eine Spardose? Ja, ehrlich? Und spart er auch kräftig da drin, dein Papa? Na, mal mehr, mal weniger. Konntest du früher Mathe gut? Ich konnte Mathe einigermaßen gut, ja. Zumindest hat es gereicht. Kennst du den geilen Code vom Tresor? Nein, den kenne ich nicht. Nein, den Code vom Tresor kenne ich nicht. Den kennen nur ganz, ganz, ganz wenige Kolleginnen oder Kollegen der Sparkasse. Und da kommt auch kein Mitarbeiter alleine dran, sondern immer nur zusammen mit einem zweiten Mitarbeiter. Also keiner kann alleine den Tresor öffnen. Wieso sind eigentlich die schönen, schweren Münzen weniger wert als die Scheine? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Vielleicht, weil die Scheine nicht untergehen und das Geld geht und die Münzen. Oder vielleicht, weil auf dem Schein mehr Euro ist als auf den Kleingeldstücken. Wenn die Scheine mehr wert wären, also die Münzen mehr wert wären, dann müsste man ja immer nur Münzen rumschleppen und die sind schwer. Genau. Und die kann man halt nicht so gut, wenn jetzt eine verloren geht, sieht man das nicht. Genau. Früher die Münzen war sozusagen das Material, der Materialwert war der Wert der Münzen, gerade als das noch Gold war. Das ist bei Gold heute noch so. Aber bei den Scheinen, das ist ja nur Papier. Das ist zwar ganz sicher und so, aber da steht dann halt drauf 50 Euro oder 100 Euro. Und dann gibt es eine Zentralbank, bei uns die Europäische Zentralbank, und die sichert zu, dass das Geld, der Wert, der da drauf steht, dass der auch wirklich da ist. Vielen Dank, dass ihr bei mir wart und ja, hat mir richtig Spaß gemacht und jetzt kriegt ihr, glaube ich, gleich auch noch irgendwie ein kleines Geschenk von uns. Aber ich krieg zwei Geschenke, weil ich meinem Geburtstag. Ach, wirklich? Ich auch. Du auch? Okay. Ja, ich hatte auch vor 3 Monaten Geburtstag, vielleicht kriege ich auch 2 Geschenke. Okay, hier. Danke. Hier. Also, danke euch, macht's gut. Okay, ciao. Tschüss. Ciao.